Basisches Wasser. Heute geht es genau um dieses Thema. Genau genommen noch ionisiert. Ich erkläre euch genau, was heißt basisch, was ist ionisiert oder was ist Wasserstoffwasser. Wie wirkt es, nehme ich es selbst ein und wie geht es mir damit? Und was sagen die Studien? Hat dieses Wasser überhaupt einen Nutzen oder kann es sogar Schaden zuführen? Zunächst müssen wir genau klären, was das heißt, damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, bevor es losgeht quasi und ich euch mit Studien hier versorge. Goldstandardstudien, ganz wichtig. Kurz, basisch bedeutet ein pH-Wert über 7, sauer, ne? Ein pH-Wert unter 7, Blut besitzt einen pH-Wert von ungefähr 7,4. Eine Azidose ist schon bei 7,36 klassifiziert und eine Alkalose bei 7,44. Der pH-Wert ist sehr eng kontrolliert und ändert sich nur in äußerst pathologischen Bedingungen bei uns im Blut. Um Säuren zu puffern, bedient sich der Körper an dem Kalziumspeicher im Körper und das sind unsere Knochen. Daher kann der Blut-pH-Wert okay sein, man ist aber trotzdem übersäuert und dies manifestiert sich durch Osteoporose. Besonders sieht man dies bei Nierenkranken, die das Bicarbonat, eine organische Calciumverbindung, die Säure puffert und entsteht durch pflanzliche Nahrung, wenn man sie zu sich führt im Körper. Denn diese können diese Bicarbonate nicht ausreichend rückresorbieren und leiden daher ziemlich oft an Osteoporose, da der Säure-Base-Haushalt aus dem Gleichgewicht gerät. Urin hat etwa pH-Wert von 6, kann zwischen 5 und 9 sein. Dieser ist ebenfalls ein sehr wichtiger Wert. Und ist dieser Wert sehr, sehr tief, dann kann das ebenfalls ein Zeichen für Nierenschwäche sein, denn die Niere sorgt ja für den Säure-Base-Haushalt. Die Haut 5,5, der Magen ca. 1 bis 2 pH-Wert und 7 ist dann dementsprechend neutral. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Ionisiertes Wasser. Oder Wasserstoffwasser. Was bedeutet denn das? Wasser wird in seine Bestandteile gespalten. H2O, ja, also zwei Wasserstoffatome und ein Sauerstoffatom. Daraus besteht unser Wasser. Dies passiert genau genommen so. In einer Elektrolyse werden zwei Pole geschalten. Der eine ist negativ geladen, ja, das ist dann dementsprechend die Kathode, und der andere ist positiv geladen, das ist die Anode. Das Wasserstoff wird sich an der Kathode anlagern und der Sauerstoff an der, weil er elektronegativer ist, an der Anode, an dem positiven Pol. So hat man quasi dieses getrenntes Wasser in einem Verhältnis von 2 zu 1. Die beiden Gase haben ein ausreichendes Löslichkeitsprodukt und lösen sich dann dementsprechend in der verbleibenden Flüssigkeit. Und so hat man dementsprechend das Wasserstoffwasser. Um dies wieder zusammenzuführen zu Wasser, braucht man eine Aktivierungsenergie. Wir kennen noch aus der Schule die Knallgasreaktion. Dort braucht man Feuer. Das kann aber im Wasser nicht existieren, also bleibt das Wasserstoff tatsächlich stabil in der Lösung, bis es dann dementsprechend irgendwann ausgast. So. Wasserstoff in der elementaren Form ist ein sehr starkes Antioxidant und damit auch ein Elektronenspender, da es hohes Bestreben dazu hat, zu protonieren, ja, also sein Elektron abzugeben, und das passiert quasi sehr, sehr schnell durch Elektronenmangelverbindungen, wie zum Beispiel freie Radikale. Und dadurch ist es ein sehr, sehr starkes Antioxidant. Dadurch entsteht die Hypothese, dass dieses Wasser verjüngen soll. So, jetzt wo wir wissen, was basisch bedeutet, was ionisiertes Wasserstoffwasser bedeutet, ja, wobei ionisiert nicht ganz korrekt ist, denn der Sauerstoff und Wasserstoff ist ja dementsprechend atomarer Form vorliegend, aber gut, anderes Thema. Wichtig ist hier, dass ich versuche, nur Goldstandardstudien am Menschen zu inkludieren, damit wir so objektiv wie möglich zusammen beurteilen können, was es damit auf sich hat und was es mit uns macht. Studie Nummer 1. Die Auswirkungen der Einnahme von mit Wasserstoff ausgelöstem alkalischen Elektrolysewasser auf die Stuhlkonsistenz und die Darmmikrobiota-Zusammensetzung, ja, eine randomisierte Doppelblind-Studie sehen wir hier. Aus dem Dezember 2021, also gerade mal 3 Monate alt. Dort bekam eine Gruppe dieses Wasser und die andere normal gereinigtes Leitungswasser. Die Studie war sehr klein, 10 und 10 Teilnehmer, aber trotzdem, wir schauen mal rein, was diese ergeben hat. Zunächst gab es keine statistische Veränderung nach 2 Wochen in der Alpha-Diversität des Mikrobioms. Die Alpha-Diversität des Mikrobioms misst die effektive Anzahl der Spezien, also Arten der Organismen im Menschen. Also ob neue dazugekommen sind. Die Beta-Diversität misst die Differenz zwischen der Anzahl der Organismen. Ja, also ob bestehende Stämme sich in der Anzahl vermehrt oder verringert haben. Ganz wichtig. Das Wichtige ist aber die Alpha-Diversität.
Denn wie wir aus meinem Walnussvideo wissen, ja, das habt ihr hoffentlich alle gesehen, ist ganz wichtig, die Vielfalt ist mit absoluter Gesundheit assoziiert, ja, mit der heutigen modernen Wissenschaft. Und das ist ganz wichtig, und das ist die Alpha-Diversität. Dort gab es aber, wie gesagt, keine Unterschiede. Unterschiede gab es aber in der Beta-Diversität, und das sehen wir eben hier. Actinobacteria, es gehört zu der Gattung der Bifidobakterien. Die Bakterien, welches Folat bei uns im Körper herstellt, also viele kennen es als Vitamin B9, übrigens wichtig für den Homozystein-Stoffwechsel, ja. So, statistisch signifikant gestiegen sind jene Bakterienstämme, ja. Aber auch allgemein Bifidobakterien sind gestiegen, statistisch signifikant, ja. Zuckerhaltige Lebensmittel werden von den Bifidobakterien zu Essig und Milchsäure abgebaut. Diese säuern das Darmmilieu an und verschlechtern so die Lebensbedingungen für Krankheitserreger, ja. Also ist es schon etwas positiv, dass ein Erreger dadurch etwas gestiegen ist, ja. Sehen wir hier durch das Wasser. Ebenfalls konnte die Stuhlkonsistenz in der Skala statistisch signifikant in das Mittelfeld gerückt werden, also ca. Faktor 4, und damit mehr der Norm entsprechen oder dem Soll quasi. Halt, ja. Also fassen wir zusammen, die Vielfalt konnte nicht verändert werden, welches leider der, naja, wie sagt man, der wichtigste Faktor ist, aber die Anzahl konnte statistisch signifikant erhöht werden, ja, von den Bakterien, die Folat bilden und den pH-Wert sauer halten, um das Erregerwachstum quasi zu hemmen, ja, so wie Bifidobakterien. Die Stuhlkonsistenz verbesserte sich signifikant in der Gruppe mit dem alkalischen Wasserstoffwasser. Schaut man aber, wer diese Studie finanziert hat, dort steht dann dementsprechend Panasonic. Auch das habe ich recherchiert, und da sehen wir ganz klar, dass sie vor kurzem natürlich jetzt auch alkalisches Wasserstoffwasser anbieten. Also hier ist ja schon ein gewissen Interessenkonflikt, halt, ne, der dargeboten werden könnte. Also, ne. So, zu dem Thema habe ich dann dementsprechend verschiedene Suchanfragen noch gestartet, ja, und konnte keine weiteren Treffer quasi finden. Und auch unter anderen Suchbezeichnungen, ja, die das Wasser sich quasi bezeichnen könnte, halt, ja, ebenfalls nichts gefunden. Ja. Also fassen wir zusammen, es gibt nur eine kleine Herstellerstudie, wirklich klein, ja, die sonst keinen anderen Studien einen Konsens bilden konnte. Daher ist es wirklich sehr, sehr schwierig, hier von einer wissenschaftlichen Evidenz zu sprechen halt. Ja. Ich versuche aber weitere Studien zu finden, die einen Konsens tatsächlich zeigen. Ja. Es gibt es hier noch einige Studien zur Blutverdünnung. Ja. Und schaut man sich das Ganze aber hier an, dann sehen wir wieder den gleichen Trend halt. Ja. So. Der Sponsor ist natürlich wieder, ja, guess what? Ja, auch dieser, der dieses Wasser dementsprechend auch wieder verkauft. Das seht ihr dann hier. Es ist nicht direkt schlecht. Wenn es aber keine andere Studie zu dem Thema gibt, ja, ist auch dieses Thema leider nicht wissenschaftlich belegt genug für mich, ja. Da es ansonsten keine anderen Treffer gibt, sehen wir hier allgemein zum alkalischen Wasser. Es ist so gut, wie es ebenfalls keine Goldstandardstudien dazu gibt, ja. Daher ist meine Vermutung, es kommt hier eher auf das Wasserstoff im Wasser an, welches in der Theorie stark antioxidativ wirkt. Und dazu habe ich zwei Studien gefunden, die einen Konsens bilden, in dem Thema Gefäßgesundheit, also das Endothel, ja, die innerste Schicht unserer Arterien. Was auch Sinn macht, denn wer meine Videos kennt, ja, Antioxidantien schützen die Gefäße und das Stickstoffmonoxid, welches die Arterien breitstellen soll. Bei einem Antioxidantienmangel entsteht Peroxynitrit aus dem Stickstoffmonoxid, das ja die Arterien breitstellen sollte, da die Radikale Stickstoffmonoxid wegpuffern, bevor es die Muskulatur relaxieren kann und die Blutgefäße breitstellen kann oder ein Herz quasi entlasten könnte. Der Titel der Studie: Der Konsum von Wasser, das mehr als 3,5 Milligramm gelösten Wasserstoff enthält, könnte die Funktion der Gefäße des Endothels verbessern. So. Hier wurde die FMD gemessen, das ist die durchflussvermittelte Dilation, also die Ausdehnung der Arterie nach dem Konsum von Wasserstoffwasser und normalem Wasser. Die Anzahl war auch sehr gering, ja, so 8 und 8 Teilnehmer wieder. Visuell dargestellt hier kam zu einer statistisch signifikanten Verbesserung der Ausdehnung, also der Relaxion der Arterie, ja, genau genommen der glatten Muskulatur darunter, und damit auch dementsprechend zur Entlastung des Herzens würde das auch führen. Ja. Das sehen wir hier auch nochmal quantisiert, also in Zahlen, ja, für euch dargestellt. Und übrigens wird hier noch sehr schön der Prozess beschrieben, den ich schon so oft, ja, beschrieben habe in meinen Videos bezüglich der Antioxidantien und deinen Arterien, denn ich behaupte, meine Behauptung, meine Hypothese, ja, mit steigendem antioxidativen Potenzial im Körper läuft die Wahrscheinlichkeit immer weiter gegen Null, dass du an der Todesursache Nummer 1 stirbst, und das sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ja. Der Titel der zweiten Studie, der einen Konsens mit dieser Studie gebildet hat: Die Endothelfunktion kann durch den täglichen Konsum von Wasser mit seinem Gehalt an gelöstem Wasserstoff von über 7 ppm, parts per million, verbessert werden. Eine randomisierte Kontrollstudie wieder, also wieder Goldstandard. Schauen wir mal, was diese gefunden haben.
Diese Studie war etwas größer mit 71 Teilnehmern und über 2 Wochen dementsprechend. Die Teilnehmer waren gut miteinander vergleichbar, sehen wir hier. Ja, es gab keine statistisch signifikanten Veränderungen in Gewicht oder in Alter und so weiter. Hier wurde der RH-Index benutzt, also der reaktive, ja, sag mal, Durchblutung eines Gewebes quasi. Das ist ein Index für die Durchblutung des Gewebes. Dies wird mit der Pulsamplitudtonometrie gemessen, ja. Das wird jetzt auch hier ein bisschen den Rahmen sprengen, das zu erklären, ja. Aber wichtig ist hier, eine verbesserte Durchblutung ist natürlich besser als eine schlechtere Durchblutung. So, das sollen wir mitnehmen. Wir sehen hier in der Wasserstoffgruppe nach 24 Stunden und 2 Wochen kam es zu einer statistisch signifikanten Verbesserung der Gewebsdurchblutung. Und dann hat man noch einen weiteren Test gemacht. Man wollte mal wissen, wo ist so der Sweet Spot, wie viel sollte man konsumieren, ja. Da gab es eine Gruppe 700 Milliliter Wasserstoffwasser am Tag, ja. Da drüber und eine Gruppe dann dementsprechend da drunter, ja. Und es kam nach 2 Wochen zu einer verbesserten Durchblutung des Gewebes, in der die mehr als 700 Milliliter von diesem angereicherten Wasser konsumiert haben. Es gab auch keinen Hersteller dahinter, der finanzielle Interesse an dieser Studie hatte. Das fand ich auch sehr mündend, ja. Okay, machen wir mal ein Fazit und wie sind die Ergebnisse zu deuten? Über basisches Wasser gibt es kaum Publikationen, hingegen mit Wasserstoff Wasser, einige Goldstandardstudien in dem Format halt schon, ja. Es gab Hinweise, dass ionisiertes, alkalisiertes Wasser einen Einfluss aufs Mikrobiom und auf die Blutdicke haben kann. Dort gab es aber jeweils nur eine kleine Studie und die war auch noch von einem Hersteller dementsprechend finanziert und sonst keine andere, die einen Konsens mit jener bilden konnte. Zum antioxidativen Potenzial gibt es 2 Studien, die einen Konsens bilden. Ja? So, der Konsens war jener, einen positiven Einfluss auf die arterielle Funktion. Ja? Nur weiß man nicht, was die Menschen vorher gegessen haben und vor allen Dingen auch dabei. Und wenn sie viel Obst gegessen hätten und Gemüse essen würden und Sport machen würden und vielleicht noch ein bisschen was supplementieren würden oder wie auch immer halt, ja, und keine Risikofaktoren hätten wie Übergewicht und Co., weiß man nicht, wie stark dieser Effekt dann da gewesen wäre. Die Datenlage ist zwar sehr dünn, aber positiv. Ich persönlich habe keinen Unterschied gemerkt, nur dass mir schwindelig wurde, wenn ich zu viel davon getrunken habe. Das ist so mein Feedback und ich konsumiere kein basisches Wasser, sondern neutrales Wasser. Denn man muss ja auch immer sagen, wenn man sowas auch machen möchte, dann muss man auch immer weit weg von Mahlzeiten machen, denn es neutralisiert auch in gewissem Maße deine Magensäure halt, ja. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig zur Pathogenbekämpfung und vor allen Dingen zur Vorverdauung, gerade in Proteinbasis der Mahlzeit, die du isst, ja. Es muss jeder für sich entscheiden, ob es sich lohnt oder halt eben nicht. Ich hoffe, in der Zukunft werden weitere zielführende Studien für mehr Kausalität noch sorgen. Unterstützen könnt ihr mich auf purazell.de für meine kostenlose Arbeit. Dort gibt es meines Erachtens die besten Produkte überhaupt. Und Dankeschön für deinen Support. Bis gleich auf purazell.de. Dankeschön. Ciao.